Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ich spiele heute mit einem PSN-Freund auf der wunderbaren Map Dome. Und als kleiner Tipp, das extra Blinderüberwacher schützt sie vor Luftunterstützung und Geschützen. Ja, ein neuer Versuch mit meinem PSN-Freund. Das Problem bei meinem PSN-Freund ist, oder war, ich habe das Let's Play schon gemacht, aber leider hat mein Handy sich verabschiedet. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. So, ich nehme heute die UMP45, die MP412, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen Pro und Todesstille. Ja, der DJ and Own. Mit dem spiele ich heute. Ich hoffe, dein Name richtig ausgesprochen. Wenn nicht, kannst du mich immer noch korrigieren. Ja, so. Die Schlacht ist schon im Gange. Oh, da hat es mich schon erwischt. So, ich muss erstmal meinen Freund hier suchen. Ah, da ist er. So. Ich gehe rein, schmeiße eine Granate gleich rein. Sperrfeuer in den Raum hier, aber das hat auch nichts mehr gebracht. So, weiter geht's. Oh, der Feind ist hinten. Wurde markiert mit einem roten Punkt und jetzt schmeiße ich da einfach eine Granate rein. Ups. An die Wand leider. Naja, das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall sichern wir jetzt den Raum hier, gehen da rein. So, wieder raus aus dem Bunker. Und der erste Kill ist uns sicher 100 Punkte. Und da haben wir schon den zweiten Kill. 200 Punkte. Ja, wenn das so weitergeht, dann reiße ich hier noch die Mob. So. Ah, von hinten. Mit dem hat er natürlich nicht gerechnet. Und jetzt kommt gleich dieses komische Ding. Dieses taktische Vorräte-Ding. Das nehme ich mir jetzt auch mal hier. Das ist der Reaper, den ich mir nehme. Und das wäre eigentlich gut gegangen. Wäre ich ein bisschen schneller und hätte aufgepasst hinten. Aber man kann nicht alles haben. So, jetzt folgen wir wieder mal den Nietzsche and on. So. Erstmal hier ducken und vorsichtig vorkämpfen. Sperrfeuer. Und ich wurde wieder erschossen mit der UMP, glaube ich. Ne, das war das G36. So, 100 Punkte wieder mal. Und da hat mich dieses blöde Flugzeug da oben, diese Drohne, in Stücke gerissen. Wo ist denn die Drohne? Boah. Wenn man vom Teufel spricht. So, da oben ist irgendwas. Ah, Mann, Mann, Mann. Das gibt's doch gar nicht. So, auf jeden Fall nehme ich jetzt die Pistole hier, pack die aus und schieß chillig einen Volltreffer mitten in die Fresse. So. Da oben ist eine Drohne. Den muss ich ausschalten, für das nehme ich jetzt Klassen wählen und ja, nehme die Javelin mit. Die Javelin ist eine gute Waffe, UMP45 ist natürlich auch dabei. So richtige Standardklassen hier. Und ich glaube aber, die Drohne ist immer noch am Himmel. Jetzt weiß ich nicht, ob die feindlich ist oder nicht feindlich. Naja, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Auf jeden Fall ist da oben eine Drohne. Was? Da war doch gerade die Drohne. Die Drohne habe ich gerade gesehen. Ich bin doch nicht blind, wirst du? Ich bin doch nicht blind. Wo ist jetzt die Drohne hin? Die war am Himmel. Naja, das hat man davon, wenn man am Himmel sieht. Ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt Dingsbums. Sagt schon. Die geile Sniper hier. Ist irgendwie wie eine MG, finde ich. Schaut mal. Also, die geht schon ab, die Waffe. Hohe Durchschlagskraft natürlich. Oh. Da wurde gerade eine Kiste abgeworfen. Die Kiste will ich mir aber holen. So. Warte mal, da ist irgendwas am Himmel. Da ist diese Drohne. So, auf jeden Fall schauen wir mal, ob die Drohne zerstört wird. Auf jeden Fall, die Kugel ist in der Luft. Also 50 Punkte. Drohne wurde zerstört. No, mit dem hast du wohl nicht gerechnet. Naja. So, schauen wir mal auf die Scoreliste. Oh, mein PSN-Freund geht richtig ab hier. DJ and on. Rockt hier alles, hat schon 13 Abschlachtungen. 9-mal ist er schon gestorben und ein Assi hat er auch im Pedo. Und ich unten, YouTube Gamescom hier, 540, 5 Abschlachtungen, 2 Assis und 12-mal bin ich gestorben. Ja, ich weiß, ich bin nicht gerade der Pro-Gamer in Person, aber 20 Punkte für einen Assi bekomme ich trotzdem noch. Das ist doch immer was Gutes. So, raus hier. Und jetzt folge ich von hinten so ein kleiner Booster. Oh, da schleicht er sich schon an. Oh, den will ich aber kriegen. Ah, den habe ich nicht mehr bekommen.
Mach gar nichts. So, Javelin brauche ich nicht, aber das hier, das ist immer gut. So, alles ist im Himmel, überall Flugzeuge. Jetzt schieße ich hier mal Sperrfeuer mit meiner Sniper rein. Oh. Zeigt kaum Wirkung irgendwie. Ich habe ja immer noch meine wunderbare Javelin hier an Bord. Jetzt muss ich hier nur noch ein Ziel finden. So. Auf jeden Fall, die Rakete ist in der Luft. Das heißt, Bombe, Helikopter wurde zerstört. 200 Punkte sind mir auf jeden Fall schon mal sicher. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Wir haben trotzdem eine Niederlage erzielt. 6.800 zu 7.500 Spielbonus, 689 Punkte. Ja, da kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao.